Im Video zeige ich euch, wie ihr euch einen Wandkranz aus Lärchenzapfen dekorieren könnt und selber machen könnt. Schaut rein. Dafür braucht ihr so einen Strohrömer. Ich nehme immer 30 cm, weil da von den Proportionen richtig super an der Tür aussieht. Und ganz viele kleine Lärchenzapfen. Da habe ich schon ein Video drin gemacht, wie das ganz genau geht. Und zwar heißt das Weihnachtsdeko selber machen, Kranz mit Lärchenzapfen basteln. Ich lege euch das Video ganz unten in den Infokasten rein. Braucht ihr nur raufklicken und dann seht ihr, wie ich einen Kranz da zwar mit goldenen Lärchenzapfen, hier sind die Zapfen in Natur, aber das ist ja gleich, mache. So, danach ist hier natürlich dieses von diesen Fäden, die solltet ihr entfernen, auf jeden Fall. So, und dann geht schon ans Dekorieren. Und zwar nehmt ihr da ein paar Spitzen von der Nobilis-Tanne. Ist ganz wichtig, nicht die Nordmann und keine andere, weil die Nadeln, diese Nadeln jetzt so überhaupt nicht. Da kommt ihr bei und macht jetzt hier ganz super, super dolle Klebe rauf. Und klebt den Ast ganz einfach so ein. Dann macht sich das immer ganz gut, wie ihr ein Messer nehmt und nochmal ein Stückchen runterdrückt, dass sich das auch richtig super verbindet. So, den nächsten Zapf. Was ihr machen solltet, die Zweige sollten nachher ein ungleichseitiges Dreieck bilden. Also die Spitzen. Hier, den könnt ihr noch eben so ein Stückchen so biegen oder eben auch ein ganz kleines bisschen Klebe drauf und ihn so befestigen. So wichtig ist es, sich jetzt hier erstmal die Basis mit dem Grün geschaffen zu haben. So, ich komme jetzt hier ganz einfach bei und habe Schleifenbänder. Und nehme jetzt einen grün lackierten Draht und mache mir meine Schleife, indem ich solche Bögen mache, die hier auch zusammenlege. Unten in der Hand einfach einmal umschlagen. Habe ich drei Bögen, das reicht auch voll aus. Klickt das jetzt nach unten. Und nehme meinen Draht und hafte den, mache mir eine Hafte, also, dass ich den gut befestigen kann. Eine Zange und kneif
löst mir den Draht ab, wo ich die Schleife jetzt reinklebe. Mach mir die erstmal schön. Ja, von dem Einschleifenband. Das ist so viel. Zwei Bänder nach unten laufen. Sieht es besser aus, oder? Die meisten sind eben auch dran gewöhnt, dass es so ist. Und komm jetzt bei, mach jetzt hier wieder richtig gut Klebe rauf. Und klebe mir mein Schleifenband auch an. Dann lasse ich es einfach runter. Nimm wieder ein Messer, sodass ich es schön festdrücke. Kühler ist, dann könnt ihr mal mit dem Finger nachdrücken. Guckt dann auch mal, okay, wie sieht's aus? Stimmt alles so von den Proportionen? Ist das Grün insgesamt auch noch im Kreis, im Kranz drin, oder geht das nur mächtig raus? Das sollte es nicht. Also die Form vom Kranz, die sollte immer noch gewahrt bleiben. Jetzt kann ich das, mein Kranz eben schnüren. Ob ich jetzt hier solche kleinen Kugeln nehme. Nehmt den Kranz auch immer hoch, so seht ihr das besser, wie es insgesamt aussieht und wirkt. Klar könnt ihr jetzt hier eben auch mit solchen Ketten arbeiten. Aber ihr könnt jetzt auch, das ist jetzt hier so ein Sternchen aus Holz. Euren Kranz dekoriert. Ich nehme jetzt hier in diesem Fall noch so einen Ast. Bei der Schleife rein. Und aufhängen, ihr könnt eben auch solche großen Sachen nehmen, indem dass ihr da einfach eine Hafte macht. Mit Draht zeige ich jetzt mal, ja, beim Aufhängen jetzt nochmal befestigt. Und ich komme jetzt bei als Aufhängung und nehme jetzt hier meine Kette mit rein, indem ich oben die einfach rüberschwinge. Und von hinten einen Knoten mache. Entsprechend eine Befestigung. Und kann so mein Kranz schön aufhängen. So, dass sich das jetzt hier in meinen Kranz nochmal widerspiegelt, nehme ich einfach ein Stückchen Draht nochmal und zwirbel mir das ein bisschen zusammen. Und klebe jetzt hier im Teil doch nochmal so ein Stückchen Kette ein.
Das ist mein Türkranz. Für die Adventszeit geschmückt. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit.